Bällchen. Ein Paket ist da. So. L'amore, da bin ich gespannt. Ja, hallo Leute. Heute mal wieder ein anderes Video. Es geht um Technik. Ihr wisst ja, dass ich gerne also Gimmicks und so einen Schnickschnack ausprobiere. Und natürlich nichts Sinnfreies, sondern Problem ist im Krümel ja, der hat sehr schlechte Frontscheinwerfer. Und ich habe jetzt schon auf LED umgerüstet, aber ich bin da immer noch nicht mit zufrieden. Gerade im Dunkeln oder bei Schnee, Regen und Eis sieht man sehr, sehr schlecht. Und da bin ich auf so ein Gimmick gestoßen hier von der Firma Lanmodo. Und zwar ist das eine Front- und eine Rückkamera mit Nachtsichtfähigkeit in HD, in Full HD. Ob das was taugt und ob das so alte Hasen wie uns, die meisten, die jetzt so ein LKW-Hobby haben, sind ja doch irgendwie 50 plus, da werden die Augen ja nicht besser, ob das eine sinnvolle Unterstützung ist, das wollen wir rausfinden. Und bevor es losgeht, muss ich noch sagen, die Firma Lanmodo hat uns das Gerät zur Verfügung gestellt zum Test, aber alles, was wir hier sagen, ist definitiv nicht gekauft, sondern von uns frei verantwortet und wir sagen die reine Wahrheit. So, nach der Intro geht's los. Auf geht's. So, dann wollen wir das gute Stück mal auspacken. Es handelt sich um den Lanmodo und zwar um den Fast M1 mit Rückkamera. Und was ich eben gar nicht gesagt habe, ist natürlich auch eine Dashcam. Also da ist eine 128 GB Karte dabei, hoffe ich zumindest. Und die zeichnet dann 24 Stunden in HD auf, sowohl vorne als auch hinten. Ob wir sie hinten angeschlossen bekommen, ist noch unklar. Da ist ein 6 Meter Kabel dabei, der Krümel ist natürlich länger. Aber wir schauen mal, wir haben ja eine Rückwärtskamera liegen und wenn die besser ist, dann ersetzen wir die aktuelle Rückfahrkamera damit. Wenn das nicht geht, benutzen wir nur die Frontkamera. So, packen wir mal aus. Jetzt haben wir alles ausgepackt. Hier ist eine Anleitung dabei. Ich habe gerade mal durchgeblättert. Ich finde, es geht so okay. Ist leider nicht in Deutsch. Also man muss schon Englisch können. Finde ich jetzt nicht so pralle. Aber ich habe den Nick ja dabei. Der kann gut Englisch. Also, was haben wir alles dabei? Fangen wir mit den Kabeln an. Hier, das muss man extra mitbestellen. Das ist ein 12 Volt, 24 Volt Inverter. Man steckt das in die 24 Volt ein und dann hat man hier einen entsprechenden 12 Volt Mutter, wo man dann halt ganz normal den hier einsteckt. Zack. Und dann hat man hier das Kabel, was hier in den Monitor eingesteckt wird. So, mache ich gleich später im Auto. Hier haben wir den Monitor, den gucken wir uns gleich an, wenn er montiert ist und funktioniert. So, wie kann man den Monitor festmachen, wenn ich es richtig verstehe, ist diese Platte dafür. Da steckt man diese Schraube von hinten durch, schraubt das dann fest und man kann dann den Monitor, ich habe eigentlich gedacht, den könnte man an die Scheibe kleben, kann man aber nicht, sondern der muss irgendwie dann auf das Armaturenbrett gehaftet werden. Hier ist so ein Haftgrund drunter. So, dann hat man hier neben dem Strom noch zwei Anschlüsse für die Front- und die Rückkamera. Frontkamera ist diese hier, einfach eingesteckt. Das ist übrigens auch die Nachtsicht explizit hat, also Infrarot. Bin gespannt, ob es funktioniert. Die kleine hier ist die Rückfahrkamera. Dafür haben sie uns hier 6 Meter Kabel noch beigelegt, wo man die dann nach hinten legen kann. Plus das rote Kabel ist dafür da, um am Rücklicht dann, dass die Kamera sich einschaltet oder der Computer erkennt, wenn der Rückwärtsgang drin ist. So, dann haben wir hier diverse Halter. Einmal um die Kamera mit Saugnapf am Spiegel festzumachen oder mit Klebeetikette dann irgendwie unten auf dem Armaturenbrett. Schraubenzieher, alles dabei. Und eine 126 GB Memory Card für die Dashcam-Funktion. Und dabei gelegt haben sie uns auch noch einen USB-Stick, wo ich dann natürlich diesen Chip
auf dem PC dann angucken kann. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, das hat man in der Regel schon. So, und dann gibt es noch zwei Teile, die dabei sind, die wir jetzt im LKW nicht brauchen. Einmal ein OBD-Adapter. Dort kann man bei modernen Autos direkt an die Kfz-Elektrik gehen und hat dann Strom und alles, alle Signale, die man so braucht. Und man kann die Kamera mit diesen Haltern auch an den Rückspiegel in einem kleinen Auto einbauen, um dann den Rückspiegel quasi durch die Kamera zu ersetzen, wie die modernen Trucks das haben. So, das war's im Kern. Ich finde es ziemlich easy. Jetzt müssen wir es zusammenstecken und mal gucken, wie wir das im Krümel unterbringen. Und ich fieber jetzt schon entgegen, wenn wir dann die erste Nacht- oder Regenfahrt sogar hinkriegen. Es gestaltet sich ein bisschen schwierig, den Monitor hier aufzustellen, da wir ja eine Rückfahrkamera haben und ein Navi und nicht das ganze Gesichtsfeld zubauen wollen. Ein bisschen blöd ist auch, dass der Fuß von dem Monitor, ich zeige euch mal der hier, der ist halt nur in eine Richtung starr und nicht flexibel, sodass man den nicht irgendwie schräg einbauen kann, sondern nur genau waagerecht und da nichts mehr verstellen kann. Unsere Lösung ist, wir schrauben das an die bestehende Kamerasystem unten drunter fest. So, nächster Schritt, wir müssen die Kabel verlegen. Das ist in diesem Auto hier alles nicht so trivial, weil wir hier dann immer das halbe Cockpit zerlegen müssen. Das nervt ein bisschen. Plan ist jetzt an diese USB-Steckdose zu gehen und dann hier durch und durch das Loch wieder raus. Und dann natürlich mit der Rückfahrkamera unten raus nach hinten. Bei uns, wenn wir hier am Cockpit gehen, artet es aus. Jetzt haben wir gleich das ganze Cockpit zerlegt, hätten wir es direkt von rechts abbauen können. Dann hätten wir ein leichtes Spiel gehabt. Jetzt fummeln wir uns hier so durch, aber wir kriegen das Kabel durch, bin ich jetzt überzeugt davon. So, wir pitchen jetzt erstmal diese ganze Geraffel, die man so braucht, im Standardansatz im Auto ab. Wir wollen das ja fest anschließen. So, und da machen wir jetzt Stecker dran, damit wir die vorne im Fahrerhaus direkt an den Zündplus legen können. Super Farben, China lässt grüßen, so muss sein. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, was was ist. Ich vermute mal so. Erster Test, ob unser Gefummel funktioniert. Zündung ist an. Display geht an, ich sehe es schon. Sehr gut. Einstellung machen wir gleich. Sehr gut. Test funktioniert. Monitor ist fest. Kamera ist fest. Müssen wir noch schön ein bisschen sauber machen. Und dann können wir einen Test machen. Nick schraubt unten noch den Sicherungskasten fest. Die Kamera kann man sehr schön mit Saugnapf festmachen. Doof finde ich, dass man sie nicht drehen kann. Dann hat man das Bild verkehrt rum. So dass immer der Saugnapf oben sein muss, was ein bisschen störend ist. Weil unten könnte er natürlich super verschwinden. So, und so sieht es dann aus. Man sieht schon direkt den Unterschied. Also ich finde es deutlich schöner von der Farbwelt als das andere oben. Ja, da ist er. Wir sind jetzt hinten angekommen, Kabel ist verlegt. Wir haben hier so ein kleines Blech uns gerade gesägt. Und jetzt müssen wir das nur noch festschrauben. Etwas unscharf. So sieht es jetzt aus. Das mache ich natürlich nochmal schön schwarz. Aber zum Ausprobieren reicht's. Das Kabel ist im Übrigen bei einer 4,50 Meter Kabine genau passend. Wir zeigen euch mal, wie es geworden ist. Nick, kletter mal rein. So, dann zeig mal, was die Kamera kann. Wir machen natürlich noch einen ausführlichen Bericht beim Fahren im Dunkeln. Ihr seht, geht mit der Zündung alles an. Heißt, es frisst uns auch nicht den Strom weg, wenn wir nicht fahren. Also wir haben hier unten diverse Knöpfe drunter. Einmal hier ganz rechts an und aus, falls es irgendwie stören sollte nachts, was ich auch nicht denke. Dann haben wir, müssen wir was selber mal rausfinden. Hier ist der Knopf, um das vorne und hinten zu wechseln. Dann haben wir einen Menüknopf und das sagt uns jetzt, im Menü wird keine Aufnahme getan.
das wird nicht aufgenommen. Und dann haben wir hier diverse Einstellmöglichkeiten. Ja, und führ gerade mal durch das Menü durch. Und wir haben einmal, genau, ob es halt Video aufnehmen soll oder nicht. Ob es Ton aufnehmen soll oder nicht. Dann gibt es hier noch eine Recording Time. Ich glaube, sagt einem, wie lange es aufnimmt, nachdem man quasi stehen geblieben ist. Nein, die macht Pfeillängen von 3 Minuten dann. Also du hast ja 128 GB oder wie viel da drin sind. Und die macht immer so kleine Sequenzen von 3 Minuten. Ah, okay. Ja, gut. Dann gibt es hier die Helligkeit des Bildschirms. Muss man sich dann ausprobieren, was einem am wenigsten stört nachts. Dann gibt es hier noch die Beschleunigungssensor, Einstellung, wann der quasi aufnimmt, wenn das am Auto gewackelt wird. Bei uns ist das aber, macht das keinen Unterschied, da das Ding eh aus ist, wenn die Zündung aus ist. Ja, das ist halt für im Auto wichtig, oder was heißt wichtig, interessant. Dann muss man halt einstellen, kann man da einstellen, wie sensibel dieser Sensor ist oder wann der reagiert, um automatisch die Aufnahme zu starten, falls irgendwie jemand am Auto wackeln sollte. Ja, also wir haben das ausgeschaltet, weil wir ja im Auto leben. Und wenn man sich in der Box halt bewegt, wird er ja permanent aufnehmen, was keinen Sinn macht. Genau. Abgesehen davon ist das Gerät ja eh bei uns aus, wenn die Zündung nicht an ist. Deswegen rechts oben die Installation, damit ist gemeint, ob man es halt wie rum der Bildschirm ist. Wenn wir das jetzt einmal wechseln, dann dreht sich der Bildschirm um. Das ist halt, wenn man es entweder im Auto, sag ich mal, oben an den Rückspiegel hängt, so wie wir jetzt quasi, dann ist das quasi alles gedreht und die Knöpfe sind auf der Unterseite. Dann haben wir hier halt die Zeiteinstellung mit Datum. Hier kann man in den... braucht man ja für die Dashcam. Genau. Damit, wenn du einen Unfall hast, genau nachweisen kannst, wann dann der passiert ist. Genau. Hier kann man sich die aufgenommenen Videodateien angucken. Können wir gleich auch mal reingehen. Ja, mach doch mal. Und hier gibt es halt dann noch die Sprache und man kann die SD-Karte neu formatieren, wenn man eine neue hat oder irgendwas nicht stimmt. Ja, dann gucken wir auch schon, was da ist. Ja, hier ist schon eine ganze Menge drin. Und Front View, Rear View nimmt auch auf, ne? Genau. Kann hier so durchswitchen dann. Und dann gibt es diverse unterschiedliche Dateien für hinten und für vorne. Immer mit Datum und Startzeitpunkt, ne? Genau. Dann lass mal eine laufen. Nee, nicht immer. Gucken wir hier. Da. Ja, da mache ich gerade ein tolles Gesicht. Kleines Zwischenfeedback, Fazit. Kleines Zwischenfazit. Also ich finde die Qualität von den Videos eigentlich super. Nachts werden wir gleich noch testen. Gibt aber so ein paar Dinge, die ich bis jetzt kritisiere. Das ist einmal, dass keine deutsche Anleitung dabei ist, wobei wir die eigentlich nicht gebraucht haben, die Anleitung, muss man sagen. Das ist ziemlich Plug and Play. Total selbsterklärend. Dann finde ich schade, dass der Fuß von dem Monitor nicht irgendwie 360 Grad einstellbar ist. Das macht es dann tricky beim Einbau, habt ihr ja gesehen. Kannst du. Muss man echt fummeln am Ende, bis man einen guten Platz gefunden hat. Und ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht zu nah am Lenkrad. So, was war noch? Dann finde ich auch blöd, wenn man die Kamera dreht um 180 Grad, dass sich das Bild nicht dreht. Also dann habe ich auf einmal verkehrt drum aufgenommen. Das müsste sie eigentlich erkennen, finde ich. So, haben wir noch Zwischenfazit. Ansonsten würde ich sagen, wenn man ein Standardfahrzeug hat, ist Einbau Plug and Play. Einfach einstecken, loslegen, fahren, kein Problem. Wir haben natürlich ein bisschen mehr Aufwand betrieben hier, damit wir halt nicht mit Zigarettenanzündern so ein Gefummel haben. Genau. Ja, dann hau rein, fahr los. So, wir fahren ja heute zur Silvesterparty, da können wir direkt mal testen. Das hier ist die Rückansicht. Die geht an mit dem Rückwärtsgang. Wenn ich nach vorne schalte, sieht man mal so, zeigt die Kamera. Und so ist es in echt. Also ich würde fast sagen, es ist heller in der Kamera als in echt. Aber wir werden es gleich auf der Landstraße nochmal zeigen. Leider regnet und schneit es nicht, sonst könnte man es direkt noch besser testen. So könnt ihr mal sehen, wofür das gedacht ist. Straße, so sieht das im Bildschirm aus, also deutlich heller.
So, hallo, da bin ich wieder. Mittlerweile haben wir ja die Nachtsicht- und Rückfahrkamera getestet und mein Fazit ist so, dass ich sage, sie bleibt drin im Krümel. Warum? Oder fangen wir erstmal mit den nicht so schönen Dingen an. Also einmal Verpackung, tipptopp. Dann habe ich gesagt, die Anleitung ist nur in Englisch, nicht in Deutsch dabei. Hat aber jetzt im Nachhinein nicht geschadet, da das wirklich Plug and Play ist und sehr einfach von der Bedienung. Also das ist eigentlich nur ein Plus-Minus-Punkt. So, ein Minuspunkt war dann der Monitor, den man nur gerade aufbauen kann, also eigentlich nur für ein Standardauto geeignet ist und schwierig hier im LKW, haben wir aber ja auch gelöst. Und jetzt kommen wir zu der Kamera und Rückfahrkamera. Die Rückfahrkamera ist, wie ihr gesehen habt, nicht viel besser als die, die ich im LKW verbaut habe. Also bringt keinen hinreichenden Mehrwert. Ich habe sie trotzdem montiert und drin gelassen, da ich jetzt ein zweites Display habe und die quasi als Rückfahrspiegel tagsüber nutzen kann. Nachts bietet sie keinen Mehrwert zur klassischen Kamera. Anders die Frontkamera. Die Frontkamera hat eine sehr große Linse und eine sehr starke Lichtempfindlichkeit. Das ist schon echt, wenn man im Dunkeln fährt, insbesondere mit so einem alten Auto wie mit unserem, eine echte Hilfe, die dann zusätzlich hier auf den Monitor zu schalten, so dass man quasi dolle Scheinwerfer, alle LED-Scheinwerfer simuliert und wirklich tief in die Nacht hineinsehen kann. Deshalb ist sie jetzt bei mir drin geblieben. Ich werde sie so benutzen, dass ich tagsüber auf die Rückfahrkamera schalte und quasi den Rückspiegel habe, den ich ja sonst nicht habe, beziehungsweise nur den von oben, habe ich jetzt zwei. Und nachts, wenn ich durch Dunkle fahre, werde ich sie nach vorne richten, entsprechend dann nutzen als Infrarot und zusätzliche Beleuchtung. Gimmick ist natürlich dann auch die Dashcam, wer keine hat, super. Also die Kamera filmt in HD und bringt echt coole Videos zustande. Ja, also von mir aus Daumen hoch, das Ding bleibt drin. Vielen Dank an die Firma Lanmodo zur Unterstützung. Thank you.